Sind Sie auch irgendwie zu? Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe unserer Videoserie Die sieben Denkfallen. Man könnte die heutige Denkfalle auch die Zu-Falle nennen. Vielleicht geht es Ihnen genauso. Sie fühlen sich für irgendeine Aufgabe, für irgendein Ziel zu. Irgendwie zu. Zu dick, zu groß, zu klein, zu schlank, zu langsam, zu schnell, zu alt, zu jung. Setzen Sie einfach Ihr Lieblingsbegriff, Ihren Lieblings-Zu-Begriff ein, der Sie hindert, das zu tun, was Sie wirklich wollen. Wofür sind Sie einfach zu? Punkt, Punkt, Punkt. Überlegen Sie kurz, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir diese Falle auflösen. Denkfalle Nummer 5, ich bin zu, Punkt, 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 sonst würde ich. Ja, ich bin einfach zu, Punkt, 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 sonst würde ich natürlich. Auch hier liegt wieder ein negatives Selbstbild dem ganzen Hindernis zugrunde. Die Denkfalle besteht daraus, dass wir denken, so wie wir jetzt sind, sind wir nicht gut genug, um uns unsere Träume und Wünsche zu erfüllen. Wir sind nicht gut genug, wir sind nicht okay, um das zu tun, was wir gerne tun würden. Wir sind vielleicht zu unkreativ, um Bücher zu schreiben. Wir sind zu denkfaul oder zu dumm, um nochmal zu studieren oder was Neues auszuprobieren. Oder wir sind zu alt, um was Neues anzugehen. Oder wir sind zu dick, uns will keiner sehen, wir sind nicht schön genug. Also sind wir zu hässlich, um uns zu zeigen nach außen, öffentlich aufzutreten. Oder wir haben dieses oder jenes Handicap und. Irgendwie scheint es so zu sein, dass viele Menschen denken, sie hätten es so, wie sie jetzt sind, nicht verdient, so zu leben, wie sie das gerne hätten oder das zu erreichen, was sie gerne erreichen würden. Ich hatte neulich im Gespräch wieder jemanden, der mir gesagt hat, naja, aus heutiger Sicht im Rückspiegel betrachtet, hätte ich es wahrscheinlich schaffen können, aber jetzt bin ich zu alt. Jetzt geht es einfach nicht. Oder ein anderer sagte mir, nun, früher, als ich dieses oder jenes noch nicht hatte, in seinem Fall war es einfach ein Unfall, der ihn körperlich einfach eingeschränkt hat in der Folge, dann früher hätte ich das machen können, aber jetzt geht's nicht mehr. Ich habe Ihnen in dem kostenlosen E-Book, das Sie sich runterladen können, den Link finden Sie unterhalb dieses Videos, da habe ich Ihnen einen Link eingebaut zu einem Vortrag, da geht es um Bionik. Und der Mensch, der das maßgeblich mit erfunden hat, da geht es um Prothesen, um Fußprothesen, und zwar um intelligente, mit denen man tatsächlich auch wieder laufen kann bis hin zum Bergsteigen. Und dieser Mensch hatte zunächst mal einen Schicksalsschlag, den man erstmal verkraften musste. Er hat beide Beine verloren. Und er war ein sehr sportlicher Mensch und er war ein sehr ehrgeiziger Mensch und sehr auf Perfektion bedacht. Und dann kannst du auf einmal dich nicht mehr selbstständig bewegen. Und du kannst nicht mehr alles machen, du kannst nicht mehr Sport machen und so weiter. Und er hatte die Wahl, dann letztendlich zu sagen, nun in meinem Zustand, ich bin viel zu krank oder zu behindert, als dass ich jetzt noch was bewegen kann. Alles ist vorbei. Ich muss mich in mein Schicksal fügen. Er hat sich anders entschieden und er wollte nicht akzeptieren, dass er nicht mehr laufen konnte, nicht mehr bergsteigen konnte. Das hat er gern getan und deshalb hat er es beschlossen für sich. Er wird das wieder tun. Er wird wieder auf einen Berg steigen. Und alle um ihn herum, sein ganzes Umfeld hat gesagt, wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Du hast keine Beine und die Prothesen geben das nicht her, ne? Diese Art von Leistung.
Also hat er sich an die Entwicklung gemacht. Er hat die Natur angeschaut und sie im Technikbereich nachgeahmt mit sehr, sehr großem Erfolg. Ich will die Geschichte kurz halten. Wenn Sie es interessiert, schauen Sie sich es im E-Book an. Der Link ist dort enthalten und Sie können sich den ganzen Vortrag dann entsprechend anschauen. Ist hochinteressant und sehr spannend für alle, die denken, sie seien irgendwie zu für irgendwas. Also letztendlich, es ist dann zu spät, Ihre Träume zu verwirklichen und Ihre Wünsche anzugehen, wenn Sie 1,80 Meter tiefer liegen, sprich begraben sind und tot. Solange Sie noch atmen, haben Sie die Möglichkeit, Ihr Leben zu gestalten. Atmen Sie noch? Also haben Sie auch noch die Chance, egal ob Sie dick sind oder dünn oder groß oder klein oder alt oder jung. Völlig egal. Keiner von uns ist unterm Strich frei von diesen Anfällen von Zuismus, wenn ich das mal so nennen darf. Wir alle denken manchmal, ich bin jetzt zu irgendwas, um etwas zu tun, um tatsächlich das zu gestalten, was ich haben möchte. Aber immer, wenn Sie so einen Anfall bekommen, dann gebe ich Ihnen guten Rat. Suchen Sie sich einen genügend großen Vorrat an Menschen, an Beiträgen, an inspirierenden Videos und Ähnlichem, an die Sie sich zurückerinnern können oder die Sie dann anschauen können. Ich habe das Beispiel von Nik Vujicic schon mal angesprochen, im letzten Video, glaube ich, war das, der ohne Arme und Beine auf die Welt kam. Und sagte, naja, zunächst als Kind war das für mich normal, ich war so geboren. Und ich habe erst Probleme damit bekommen, als meine Mitschüler entsprechend negativ auf mich reagiert haben, vor mir Angst hatten und mich aufgezogen haben. Und weil ich nicht merkte, dass ich nicht alles tun konnte wie sie und so weiter. Und dann wurde er depressiv und hatte schon als Kind dann Selbstmordgedanken und was auch immer. Aber auch er kam an diese Entscheidungsgabel, wo er sagen musste, okay, ich jammere jetzt weiter über mein Schicksal und verständlicherweise, wo jeder sagen würde, das ist absolut verständlich, dass du dich hängen lässt und dich versorgen lässt und sagst, du bist zu... hast ein zu großes Handicap, um selbst was auf die Beine zu stellen. Oder ich mache das Bestmögliche aus dem, was ich habe. Und am Ende, er hat Surfen gelernt, Schwimmen, er hat Musik gemacht, er steht als Motivationstrainer auf der Bühne, ist ein großes Vorbild für alle Menschen, die denken, sie hätten große Probleme und große Hindernisse im Leben zu überwinden. Und er hat mittlerweile geheiratet, er hat was auch immer. Er hat gesagt, die Schranken, die Behinderung ist immer im Kopf. Und wenn du diese Behinderung abgelegt hast, dann kannst du dich daran machen, das Beste aus dem zu machen, was dir gegeben ist, was du mit auf den Weg bekommen hast. Die Karten so zu spielen, dass sie zu deinem Vorteil sich ausrichten. Welche Karten dir zugeteilt werden, darauf hast du keinen Einfluss, aber wie du sie ausspielst und wie du sie nutzt, was du daraus machst, ist alleine deine Entscheidung. Also, welche Ausrede gibt es dann noch für uns? Was wollen wir dann noch erzählen, was uns davon abhält, das zu tun, was wir tun wollen? Das Fazit dieses Beitrags lautet also, werden Sie sich klar darüber, dass es kein Zu gibt. Sie sind nicht zu dick, zu klein, zu schlank, zu groß, zu alt, zu jung oder sonst irgendwie zu. Das ist nur in Ihrem Kopf. Sie haben Umstände und Voraussetzungen. Sie sind vielleicht der Jüngste, der irgendein Vorhaben vorantreibt. Oder Sie sind der Älteste, der sowas in die Richtung angeht. Oder Sie sind der Erste, der Übergewicht hat, der eine entsprechende Leistung angeht. Oder Sie sind derjenige, der unperfekt aussieht und sich trotzdem nach vorne traut.
was auch immer. Die Beschränkungen sind hier oben und nicht da draußen. Sie sind nicht irgendwie zu, es sei denn, sie machen sich selbst dazu. Die Umstände, in denen sie leben, das ist das Ergebnis ihres Lebens. Das sind die Karten, die ihnen im Laufe ihres Lebens zugeteilt wurden oder die sie vielleicht bei der Geburt schon mitbekommen haben. Aber wie sie sie ausspielen, was sie daraus machen, das ist ihre ganz persönliche Aufgabe. Und solange sie atmen, haben sie die Möglichkeit, ihr Leben zu gestalten, nach den eigenen Vorstellungen, ihre Träume anzugehen, ihre Wünsche zu realisieren und vieles mehr, was immer sie wollen. Gehen Sie es also an und lassen Sie sich nicht aufhalten von irgendwelchem Zuismus. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei. Wir sehen uns bei der nächsten Denkfalle, die übrigens relativ ähnlich ist, die da lautet, wenn dieses oder jenes erstmal eintreten würde, dann würde ich... Punkt, Punkt, Punkt. Es wird ein weiterer spannender Beitrag, eine weitere spannende Reise in unsere Denkweisen. Freuen Sie sich drauf. Wir sehen uns bald wieder. Ihr Gerd Ziegler. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Ansonsten noch der kleine Hinweis, die 7 Denkfallen gibt es auch als Gratis-E-Book. Einfach auf den Button oben klicken und Ihr persönliches Exemplar herunterladen. Bis bald, Ihr Gerd Ziegler.